It's got me feeling no way. Now I'm looking at you and I can feel the heat arise. Trying to fill a hole in my heart just for the night. Don't mistake this feeling for love. Of course I know, cause I've been hurt and I ain't going back there anymore. Oh, 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 oh. I don't wanna fall in, I don't wanna fall in love. Oh, 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 oh. I don't wanna fall in, I don't wanna fall in. You can have attention, don't ask me, no, this isn't forever. Oh, 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 oh. I don't wanna fall in, I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in, I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in, I don't wanna fall in love.
Ich bin jetzt hier zurück auf dem Wohnschiff Severa, wo ich übernachte. Das Ganze ist so, ja, vergleichbar mit einer Jugendherberge. Also ich habe jetzt 40 Euro mit Frühstück bezahlt für ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Also preislich fürs Pfingstwochenende unglaublich günstig. Und ja, also natürlich ist das jetzt klein und kein Luxus, aber das habe ich auch nicht erwartet. Und ich bin bis jetzt eigentlich zufrieden. Ich habe ein Bett, Strickdose, ein Bad, mehr brauche ich nicht, also... Ja, ich wurde vom Flughafen in Rostock-Lage von sehr guten Freunden von mir abgeholt. Tommy und Anne, die kennt ihr vielleicht auch aus den Ski-Videos aus dem Zillertal. Da waren die auch mit dabei. Und die kommen eben hier nicht ganz aus der Nähe, aber relativ nah. Und ja, wir waren in Warnemünde, was essen und dann in einer ziemlich coolen Rooftop-Bar, wo man einen schönen Blick hatte. Zum einen auf den alten Strom in Warnemünde. Zum anderen aber auch auf die drei auslaufenden Kreuzfahrtschiffe hier, die Aida Ma, die MSC Orchestra und zum Schluss die Zenit und die ganzen Fähren, die hier unterwegs sind. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Eindrücke zeigen. Und morgen bin ich auch nochmal in Warnemünde unterwegs. Auch da wird es wieder drei Videos geben. Zum einen werde ich mir morgen mal frühst das Einlaufen der Viking Sky und der MS Columbus anschauen. Danach werde ich auf die MS Columbus gehen dürfen und mich dort einmal umschauen können. Und ja, danach geht es wieder nach Hause. Also morgen auch wieder drei Videos. Und ja, bis dahin, das war es erstmal für dieses Video. Bis dahin und ciao. Und morgen zeige ich dann euch auch nochmal ein bisschen was von dem Wohnschiff Severa. So viel gibt es hier nicht. Aber zumindest mal so ein paar Sachen, dass ihr mal einen Eindruck habt, ob das vielleicht für euch was wäre, wenn ihr in Rostock unterwegs seid. Oder ob euch das dann doch zu spartanisch ist, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich zeige euch morgen auf jeden Fall mal ein paar Eindrücke.